Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und weiter geht's mit Let's Play Trine 2 Complete Story. Wir sind jetzt hier wieder in einem malerischen Wäldchen unterwegs und müssen erstmal gucken, dass wir hier weiterkommen. Was denke ich jetzt nicht mal allzu schwer sein dürfte. Wir sind in der letzten Mission durch dadurch, dass wir einiges nein, ich das ist schon der falsche Anfang. Irgendwie aha. Zeichne eine Linie. Aha. Okay. Also gut, dass wir hier diese Planken uns geholt haben. Okay, was bringt uns jetzt dieses Fass? Aha. Ich glaube, da müssen wir nochmal unseren Hammer drauf werfen. Okay, so vielleicht nicht. Kriege ich meinen Hammer wieder zurück, bitte? Ah, der Winkel stimmt noch nicht ganz. Also wir müssen hier definitiv wieder diesen Schalter drücken, aber ich weiß halt jetzt... Alter, ernsthaft jetzt? Wir kommen jetzt hier hoch. Ah, okay. Wir müssen hier gleich von Anfang an lang. Hammer bitte. Alles klar, und jetzt müsste ja theoretisch der Felsen diesen Gang blockieren. Gut, das Problem ist halt jetzt, dass wir hier wieder nicht rüberkommen. Vielleicht können wir ja mit dieser Planke irgendwas machen. Okay, wir können leider nicht auf die Planke drauf werden. Aha, ja, jetzt weiß ich. Also spätestens hier hätten wir wahrscheinlich diese Planke gebraucht. Wir können sie ja so platzieren, dass wir da... können uns so einen Weg bauen, sozusagen. Ah, leider reicht es nur für eine Planke. Gut, wir können ja zwei Blöcke machen. Hä? Ich hatte doch zwei Blöcke. Aha, man kann also nur zwei Blöcke und maximal eine Planke machen. Alles klärchen. Können wir eigentlich... Ah, somit hätten wir die Plattform ausgefahren. Alles klar. Gut, es ist mehr irrelevant. Rosie, es tut mir leid, dass ich nicht bemerkt habe, wie du die Feier verlassen hast. Herzlichen Glückwunsch zum 16., meine Liebe. Gehen wir morgen durch die geheime Höhle in den Wald? Isabel. Ja, das waren noch Zeiten, als ich meinen 16. hatte. Gott, das ist schon wieder 3 Jahre her. Wie schnell die Zeit vergeht, ist wirklich übel.
Wer ist Margaret? Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen. Absolute Finsternis umgab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters. Wo war der Trine jetzt? Gut, diesmal sind wir in einer Höhle, die nicht so einladend aussieht. Okay, da haben wir Spinny. Voraus lauert Gefahr. Okay, wir müssen also erstmal gucken, dass wir hier wieder irgendwas zum Wachsen bringen. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um, vielleicht gibt es ja hier irgendwas, was uns weiterhilft. Sieht leider nicht so aus. Soll man jetzt... Okay. Ah, okay. Gut, so hat es schon mal funktioniert. Dass hier oben so eine Steinkugel ist, gefällt... Okay, es sind sogar zwei, gefällt mir jetzt nicht so. Gut, wir müssen ja theoretisch hier ohne Probleme hochkommen. Okay, also die Blätter geben nach. Das ist nicht so toll. Fuck it. Oh shit. Wow, fuck, bin ich jetzt erschrocken. Okay, man darf da definitiv nicht rausfallen. Oder runterfallen. Wie kommen wir jetzt... Ah, Moment, wir können ja hier zurückgehen. Weil hier... Genau, haben wir jetzt alle unsere Helden wieder. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen erschrocken, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Neidlos anerkennen, sozusagen. Nein, verdammt, gleich wieder. Gut, nochmal zurück. Ja, tut mir leid, dass wir jetzt immer hin und her laufen, aber wir brauchen eben unsere Diebin. Ich kann mir ihren Namen einfach nicht merken. Weiß nicht, der bleibt mir irgendwie nicht so lang im Gedächtnis wie die von Amadeus und von Pontius, unserem Tank. Das hat halt auf jeden Fall wirklich sehr viel mit Timing zu tun. Okay, Gott sei Dank, wir sind weitergekommen. Erstmal speichern, das ist nie verkehrt. Okay. Ich höre wieder... Kobolde? Was waren die denn hier? Ich find's einfach geil, dass Pontius ein Schild hat. Oh! Ja. Gut, dass wir jetzt hier gleich aufs erste Mal durchkommen. Damit habe ich nicht so wirklich gerechnet. Gut. Hier sind wieder Kobolde. Die sind das geringste Problem. Auch wenn sie meistens in Gruppen angreifen, ist es eigentlich sehr leicht abzuwehren. Jeder lebt immer noch, alles klar. Aber schön, wir sind weitergekommen. Das ist die Hauptsache. Ich speichere lieber gleich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, was noch alles auf uns lauert. Erstmal wieder Kobolde. Oh, okay. Wow, Alter. Auf jeden Fall kann der Kollege ziemlich gut...
Oh. Okay, der Kollege ist down, das ist sehr gut. Können wir nicht die Flammschwerter mitnehmen und die irgendwie Pontius geben? Dann hätte er mal ein Flammenschwert, das wäre mal cool. Gut, da oben ist ein Hebel, den müssen wir wahrscheinlich betätigen. Da kommen wir auf alle Fälle hoch. Also ich glaube wirklich, wenn man diesen einen Erfolg haben will, dass man ein Level wirklich nur mit einem einzigen Charakter spielt. Ich glaube, das geht gar nicht. Zumindest nicht so leicht. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht, dass da drüben der Wagen steht. Können wir den vielleicht irgendwie wieder hierher holen? Können wir hier den Schalter... Nee. Wägelchen, du kommst mal wieder darüber, bitte. Gut, ich sehe schon, wie wir das angehen müssen. So. Wir müssen uns jetzt hier in diesen Wagen reinsetzen, dürfen allerdings nicht zu weit vorfahren. Nur so weit. Stopp bitte. Dankeschön. Gut, jetzt können wir hier weiter cruisen. Gut. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Da speichere ich lieber gleich nochmal. Wenn das Spiel die ganze Zeit wirklich so simpel über die Bühne gegangen wäre, hätte ich mich wesentlich mehr an diesem Spiel erfreuen können. Aber ich will jetzt mal nicht so sein. Wir kommen gut voran, diese Folge. Das freut mich schon mal sehr. Okay, hier werden wir... Müssen wir hier theoretisch wieder was wachsen lassen oder kommt man da auch so irgendwie weiter? Nein, man kommt auch so weiter. Aber man weiß ja nicht, was hier zum Wachsen bringen lässt. Okay, gut, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Wir müssen... Ja, was können wir denn hier mit diesen Felsen machen? Ja, das Drehen hier ist noch ein bisschen blöd. Gut. Also das mit den Planken ist wirklich sehr hilfreich. Wir müssen jetzt eigentlich auch ohne Probleme darüber kommen. Kann man eigentlich auch zwei Planken lernen? Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. So. Gut, hier haben wir so einen Checkpoint. Kommen wir hier hoch? Würden wir bestimmt irgendwie hochkommen, müssen wir vielleicht nicht dringend. Lol, meine Taste war gerade fest, was soll ich sagen, durchgedrückt, aber ich glaube, wir haben wieder die Zeit voll. Nein, wir haben noch 5 Minuten. Nicht schlecht. Hui! Riesenrutsche. Oh Gott, müssen wir jetzt schwimmen auch noch? Bitte nicht. Nee, müssen wir nicht. Gott, wir
Gut, wir haben es geschafft. Gott, wir haben es geschafft, ja. In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus... Soja heißt sie, ja. ...sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Lecker. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Yeah. Oh, schaut das schön aus. Da mache ich gleich mal einen Screenshot. Mit vollgespannten Bogen ins Wasser schießen, um ein Eisfloß zu erschaffen. Aha, was bringt uns dieses Eisfloß? Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß es nicht. Gut. Dann machen wir es eben so. Okay, hier sind Krabben. Das ist der Krabs. Können wir die überhaupt kaputt machen? Gut, ich denke, wir sollten ihm einfach nicht zu nahe kommen. Geh mal bitte wieder hoch, die Plattform. Dankeschön, Dankeschön. Oh, voll reingesprungen. War ja nicht so schlimm. Da stellen wir einen Block drauf. Aber diese Musik, die gefällt mir irgendwie so von Trine. Da muss ich wohl wieder ein bisschen nach neuer Musik schauen. Weil sie gefällt mir echt so gut. Also finde ich richtig schön Soundtrack. Gehen wir hier erstmal nochmal zurück und schauen mal, ob wir hier... Ah, tatsächlich, wir kriegen hier unsere Helden wieder zurück. Die Musik kommt mir jetzt doch ein bisschen zu laut vor, hier an der Stelle. Wenn man theoretisch wirklich hier die ganze Zeit steht... Der packt in der Wand fest, auch nicht schlecht. Aber wir können ihn so töten. Es war jetzt nicht die eleganteste Art, aber... Wir müssen ihn ja so tot kriegen. Alles klar. Wir haben jetzt auch seinen Kopf abgetrennt. Das wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. So, gucken wir uns das hier mal an. Hier können wir problemlos runter. Hier vielleicht nur kurz. Okay. Uah! Hier sind wieder Rohre. Wofür brauchen wir die denn?
Oh. Ja, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt reinlaufen. Können wir irgendwas mit diesen Rohren anfangen? Ja, wir können hier einen kleinen Luftstrom erzeugen, so wie es aussieht. Wenn man das jetzt hier so platziert, was passiert denn dann? Nichts. Wenn man das jetzt hier dreht, theoretisch so hier anbringt. Nee, das müssen wir anders machen. Nämlich so. Nein. So. Oder geht das auch irgendwie anders? Wenn man es so probiert, hier einmal so. Und einmal so müsste man ja theoretisch hier jederzeit hochkommen. Ja, waren wir ein bisschen zu langsam, schade. Warum kann man sich an Stein eigentlich nicht einhaken? Wäre mal interessant zu wissen, warum das nicht geht. Ich meine, es müsste ja theoretisch auch so gehen, wie ich das jetzt vorhabe. Und zwar, wenn man jetzt hier wartet, hochspringt und hier, genau. Alles klar, nochmal speichern, gucken wir, wie spät es ist. Jo, die Folge ist leider schon vorbei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir macht's auf jeden Fall mir macht's auf jeden Fall riesig Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ciao.